Das Kaffeehaus Zeitinger präsentiert Frohnauer Kaffeehausgeschichte. Die Anfänge 1910 bis 1920. Wir schreiben das Jahr 1910. Bahnhof und Casino markieren das Zentrum des neu gegründeten Gutsbezirks Frohnau. Vom Casinoturm hatte man einen guten Blick über das noch kaum bebaute Frohnau und den Bahnhofsplatz, heute Ludolfingerplatz. 1911 zählte Frohnau gerade mal etwa 200 Einwohner. Das Casino war das erste Restaurant und Café im Ort. Frohnau war ein beliebter Ausflugsort. An manchen Wochenenden kamen tausende Berliner zu Besuch. Im Festsaal ging die vornehme Frohnauer Gesellschaft tanzen. Schon im Mai 1911 bekam das Casino Konkurrenz. Vom Café Frohnau, das gleich gegenüber am Bahnhofsplatz lag. Der Inhaber des Café Frohnau lockte in einem Inserat mit einem Rauch- und Billardzimmer. Die angereisten Damen hatten zu beiden Räumen keinen Zutritt. Ihnen war der Damensalon vorbehalten. Kurios war, dass der Inhaber des Cafés im Hof des Geschäftshauses zwei Affen in einem Käfig hielt. Konkurrenz vom Kaiserpark, 1910 bis 1925. Im Jahr 1911 hieß ein weiteres Café die vielen Gäste willkommen. Am Kaiserpark, dem heutigen Edelhofdamm, eröffnete Friedrich Franz sein Konditoreicafé mit Bäckerei. Das noch heute existierende Gebäude war damals von Wald umgeben. In einer Zeitungsannonce warb der Inhaber zu Festlichkeiten aller Art, unter anderem für Baumkuchen und Bisee-Torten. Außerdem versprach er: Brot und Frühstück sende ich pünktlich frei Haus. In den 20er Jahren eröffnete Karl Brett sein Café, Konditorei und Café am Pilz an der Oranienburger Chaussee. Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß das Café Volksgaststätte und Café am Pilz. Eher spärlich war das Getränkeangebot der Nachkriegsjahre. Neben Brühe und Ersatzkaffee gab es lediglich Maitsch und Starkbier. Für 1,50 Ostmark gab es dicken Weizengrützenbrei mit Schokotunke und eine Tasse Ersatzkaffee kostete 55 Pfennige. Frohnau war seit den 50er Jahren von drei Seiten abgeriegelt und so musste das Lokal in den 60er Jahren schließen. Dit kennt man, Café Hermann. 1932 bis 1960. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs betrat ein neuer, tatkräftiger Akteur die Frohnauer Kaffeehausbühne. Otto Hermann übernahm zunächst das Café am Kaiserpark und später das Café Frohnau am Bahnhofsplatz. Dann, 1932, eröffnete er das Café Hermann am Zizilienplatz, dem heutigen Zeitingerplatz. Draußen legte das Ehepaar Hermann eine Veranda nebst Kaffeegarten an. Nach dem Tode ihres Mannes führte Hedwig Hermann das Café alleine weiter. Zum 50-jährigen Jubiläum Frohnaus im Jahr 1960 warb das Café mit den Worten Konditorei Hermann Frohnau, das führende Haus für gutes Gebäck, mit seinem gepflegten Café und Garten ein stadtbekannter Begriff. In den 50er Jahren zahlte man im Café Hermann für ein Brötchen 3 Pfennig. Der mit Milch gebackene Knüppel kostete 4 Pfennig. Das Gebäude wurde im Krieg zerstört. Nach dem Wiederaufbau bestand das Café Hermann aus dem Café und einer Eisdiele. Später wurde die Eisdiele zu einer Loge umfunktioniert und ist heute Teil des Kaffeehaus Zeitinger. Kaffeekranz, Kaffeetanz, 1950 bis 1970. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Berliner, um in Frohnau Kaffee zu trinken und um zu tanzen. 1960 übernahmen Lilo und Geo Arendt das Café Frohnau am Zeltinger Platz.
Nicht zu verwechseln mit dem 1911 gegründeten Café Frohnau, das 1945 ausbrannte. Mit den Arrans und einem neuen Unterhaltungsprogramm wurde das Café zu einem Publikumsmagnet weit über die Grenzen Frohnaus hinaus. Freitags lud man zu Tanz bei Kerzenschein. Samstags abends praktizierte man ab 8:30 den großen Abendtanz. Die Musiker saßen im Café, während draußen im Garten getanzt wurde. Das Tanzcafé wurde zu einem beliebten Ausflugsziel für tanzwütige Berliner. Die umfangreiche Cocktailkarte lässt erahnen, dass die hier Feiernden auf der Höhe der Zeit waren. Cocktails wie Blondes Gift oder Bettgeflüster zeugten wohl vom Misstrauen gegenüber Konventionen und einer neuen Freizügigkeit. 1970 verkauften die Arrans das Café Frohnau. Heute steht an der Stelle des Cafés ein neues Gebäude. Grüne Oase, urbanes Flair. 1970 bis heute. In den 70er Jahren ließ Manfred Feist im Herzen Frohnaus an der Frohnauer Brücke den Frohnauer Kaffeegarten bauen. Genau an der Stelle, an der sich ursprünglich Terrasse und Garten des früheren Café Hermann befunden hatten. 1981 übernahm Ruth Behringer, später Volkmar Seefluth, das Geschäft. Innen weckten weiße Gardinen, samtrote Vorhänge, Blümchendekor und opulente Leuchter heimelige Gefühle. Nach der Neugestaltung des einstigen Kaffeegartens eröffnete im Mai 2009 das Kaffeehaus Zeltinger. Ein Hauch des ehemaligen Café Hermann ist noch zu verspüren, denn bei der Loge, durch deren Fenster der Frohnauer Casinoturm zu erblicken ist, handelt es sich um den ehemaligen Eiskiosk des Café Hermann aus den 50er Jahren. Alte Aufnahmen zeigen unter anderem die Vorfahren des Zeltingers. Im Hauptraum und im Wintergarten erzählen aktuelle Fotografien vom Geschehen im nordwestlichen Berliner Ortsteil. Und so spinnt das Kaffeehaus Zeltinger zusammen mit seinen Gästen den Faden der Frohnauer Kaffeehausgeschichte fort.